Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo auch immer du bist. Danke, dass du meine Videos schaust. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Du weißt, wie es mir geht. Ich bin 5x5 hier in Singapur. Ich bin hier mit Herrn M. Maurizio. Wie geht es dir heute? Es ist schön, hier zu sein. Wie du hören kannst, habe ich meine verführerische Stimme eingeschaltet. Ja, deine verführerische Stimme. Ja, direkt aus der Hölle. Ich meine, Singapur ist fantastisch. Aber die Luftfeuchtigkeit und der Schweiß in Kombination mit der Klimaanlage, es ist wenig, aber ja, es war fantastisch. Bisher war es großartig. Ja, es war großartig hier. Wir waren hier für Token 2049 und für den Grand Prix, aber wir werden darüber sprechen, welche Wallets du verwenden solltest und wie du dich grundsätzlich davor schützen kannst, viel Geld zu verlieren und gleichzeitig viel Geld zu verdienen und dieses Geld dann auch zu behalten. Wie macht man das am besten? Ja. Viele Leute machen viele Fehler, verdienen eine Menge Geld in der Krypto und machen dabei viele Fehler. Ja, wir werden dir dabei helfen, diese schwierigen Gewässer zu navigieren, damit du dein Geld nicht verlierst. Du weißt ja, es gibt sogar ein Sprichwort, das besagt, Geld leicht verdienen, Geld schwer behalten. Und das trifft besonders in der Krypto zu. Und lass mich damit beginnen zu sagen, wenn dich irgendjemand im Kommentarbereich eines Videos anschreibt. Wenn jemand irgendwie an deine Nummer kommt und dir eine Nachricht schickt oder dich anruft und sagt, ach komm, dass er irgendeine Art von KOL ist, also KOL im Sinne von Key Opinionary, dann ist das nicht echt. Das ist ein tiefer Glaube. Erinnerst du dich an die E-Mail-Adresse? Ich habe einen guten Onkel in, was weiß ich wo, in Zimbabwe und die müssen Geld von Afrika nach. Erinnerst du dich an den Betrug per E-Mail? Genau, dasselbe. Lass dich von niemandem täuschen, der vorgibt, jemand anderes zu sein. Weißt du, sogar mein Bruder ist darauf hereingefallen. Kannst du das glauben? Mein Bruder, der jeden einzelnen Tag mit mir spricht, ist auf jemanden hereingefallen, der ihn auf Instagram betrogen hat. Es passiert. Es ist verrückt. Ich frage mich, wie das passiert ist. Ich weiß, aber wenn du darüber nachdenkst, wenn diese Leute da sind und betrügen, dann deshalb, weil sie eine Erfolgsquote haben. Vielleicht 5%, vielleicht 2%, aber es funktioniert, sonst würden sie es nicht tun. Das ist also die erste Lektion. Als nächstes verwende die richtige Wallet. Zuallererst, wenn du neu in der Krypto bist, denke ich, solltest du deine Krypto einfach auf der, ja, da stimme ich zu, nimm es einfach leicht, weißt du, einen Schritt nach dem anderen. Es gibt viele gute da draußen, also genau. Ja, fang damit an, sie auf der Börse zu lassen. Und darüber haben wir im vorherigen Video gesprochen. Ja. Und das nächste, was du tun musst, nachdem du das getan hast. Du musst ein bisschen herausnehmen und es in dem verwenden, was ich einen heißen Wallet nenne. Weißt du, hast du dein Telefon hier? Habe ich, ja. Zeig ihnen dein Telefon. Richtig, einfach auf dein Telefon legen. Das ist es. Richtig? Es gibt viele Telefon-Wallets, richtig. Ich zum Beispiel benutze BitPay und auch Coinomi und das sind nur heiße Wallets. Das sind heiße Wallets. Weißt du, was ein heißes Wallet ist, mein Freund? Ja, es ist kein kaltes Wallet. Ja, ein kaltes Wallet ist im Grunde dein Hardware-Wallet. Ja, wo es nicht mit dem Internet verbunden ist. Genau. Und es gibt einige gute da draußen, wie du gesagt hast. Ich mag auch Exodus. Exodus ist gut für deinen Computer. Genau. Und sie bieten auch einige dieser Optionen an, die du erwähnt hast. Sie sind sowohl mobil als auch für den Computer. Aber sie sind nicht kalt. Sie sind heiß, was bedeutet, dass sie mit dem Internet verbunden sind. Wie du gesagt hast, das wäre ein zweiter Schritt. Und zum Beispiel ist auch MetaMask als heiß zu betrachten, weil es auf deinem Computer ist. Ja, ich mag MetaMask auch. Es ist eine gute, also wechsel zu den heißen Wallets, sobald du die Börse gemeistert hast. Ja. Ein bisschen Bitcoin oder Ethereum von einer Börse abziehen und dann zu den heißen Wallets wechseln. Richtig? Links findest du in der Beschreibung unten für einige dieser Wallets. Schau mal rein. Ja, schau auch seinen Kanal an. Auch links in der Beschreibung unten. Schön, wir sprechen über NFTs. Ja, wir haben wöchentlich Videos dort übrigens. Ja, das ist eine gute Sache. Aber wie du auch gesagt hast, finde ich es super wichtig, deine Vermögenswerte zu diversifizieren. Zum Beispiel, wenn du planst, etwas Ethereum oder Bitcoin oder eine andere Krypto zu kaufen, wenn du alles in einer Wallet behältst und im Internet unterwegs bist und auf NFTs stößt, ist das ein No-Go. Weißt du, trenne dein langfristiges Vermögen oder deinen Bestand
von dem, den du verwenden wirst, um etwas zu minten oder im Internet mit MetaMask zu surfen. Ich weiß nicht, ob du es in den Nachrichten gesehen hast, aber beinahe jeden Tag wird jemand gehackt. Jetzt wurde Mark Cuban fast $100,000 gehackt. Und eine der Dinge, auf die du bei der Verwendung von MetaMask achten musst, ist, dass du, wenn du in Web3 einsteigst, deinen MetaMask nicht verbindest, auf jeder x-beliebigen Website. Richtig, das wäre so, als würdest du deinen besten Freund überall hin mitnehmen. Genau, das machst du nicht. Genau. Oder zumindest mit MetaMask kannst du ein separates erstellen, das du in all diese schäbigen Websites stecken kannst. Und wenn sie alles nehmen, hast du nur begrenzte Exposition gegenüber dieser einen Adresse, diesem einen Konto, ein separates Konto speziell zum Verbinden mit diese zwielichtigen Websites. Genau. Es ist wie die Analogie, die ich die meiste Zeit benutze, wie das Geld auf deinem Bankkonto. Du hast es nicht in deiner Brieftasche, weißt du? Wenn du zum Abendessen ausgehen willst mit Freunden, nimmst du ein paar hundert Dollar in bar mit, aber du behältst alles auf der Bank. Genauso mit MetaMask, weißt du, behalte den Großteil deiner Vermögenswerte auf einem potenziell ausgeschalteten Computer, weißt du. Ja, oder ein Hardware-Wallet. Ein Hardware-Wallet ist noch besser. Besser. Aber das garantiert nicht, wenn du das Hardware-Wallet in Kombination mit MetaMask verwendest, ist das auch keine Garantie. Du musst sicherstellen, dass die gleichen Praktiken gelten, bei denen du dein Wallet nicht mit irgendeiner Web3-Anwendung verbindest, es sei denn, es handelt sich um einen großen Namen wie OpenSea. Genau. Denn wie du immer sagst, es ist ein Vertrag. Wenn du ihnen die Macht gibst, auszuführen, können sie dich im Handumdrehen ausradieren. Genau, sehr gefährlich. Ein weiteres wichtiges Detail, das die Leute vielleicht nicht über MetaMask wissen, ist, dass wenn dir jemand ein NFT oder einen Token schickt, rühr es nicht an, beweg es nicht. Lass es einfach da. Du weißt nicht, was es ist. Ja, denn auch das ist ein Vertrag. Genau, und er kann dich auslöschen. Ja. Ich habe jede Menge NFTs und die meisten Leute machen das eigentlich mit vielen Kollektionen da draußen. Du kaufst das NFT in, sagen wir mal, OpenSea. Sie schicken dir ein ähnliches, damit du denkst, oh, das ist das, was ich gekauft habe, und sie gehen in Deckung. Weißt du, also bewegst du es von der Deckung, weil du es zeigen willst. Deshalb kaufst du es. Und dann, wie du gesagt hast, weg damit. Das ist wirklich hinterhältig. Aha, das wusste ich nicht. Danke, dass du das mit dem Publikum geteilt hast. Also mach das nicht, Mann. Rühr es nicht an, beweg es nicht, lass es nichts tun. Es gibt so viele Dinge, die ich weiß, die euch vielleicht verrückt machen, die neu in diesem Bereich sind. Richtig, aber keine Sorge, das ist eine Lernkurve. Jeder muss da durch. Ich versuche nur, euch vorzeitig beizubringen, damit ihr nicht dieselben Fehler macht und nicht in dieselbe Falle geratet wie hier und jetzt. Genau, ihr lernt aus all unseren Erfahrungen. Ja, und ihr tretet nicht in die gleichen Fallen und Stolperfallen. Genau. Es ist genauso wie damals, erinnerst du dich, als das Internet ein neues Ding war und wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten. Erinnerst du dich daran, als Leute Fotos von ihrer Kreditkarte gemacht und per E-Mail geschickt haben? Ja, das ist so, als würdest du, weil sie dachten, oh, von meinem Computer geht es zum Computer von Vincenzo. Nein, es gibt das gesamte Netzwerk, genau. Es geht durch, ja, und ich erinnere mich daran, meinen Freunden gesagt zu haben, Jungs, bitte um Gottes Willen, macht keine Fotos von eurer Kreditkarte und schickt sie mir per E-Mail, weil ihr wisst, ich muss einen Flug oder einen Zug buchen. Hier ist es, das ist meine Kreditkarte. Nein, nein, weil es keine Aufklärung gab. Genau wie du jetzt mit NFTs und Krypto sagst, das geht wirklich schnell voran. Aber wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir wissen nicht, wie wir es verwenden sollen. Also sei vorsichtig, vergiss also nicht dieses Video mit allen zu teilen, die neu in der Krypto sind. Es wird ihnen wirklich helfen, einige Fallstricke zu vermeiden und sie zu schützen. Das ist ein nettes, informatives Video für sie. Und ich denke, es lohnt sich, dass du dieses Video mit deinen Freunden und Familienmitgliedern teilst, oder? Denn du möchtest nicht, dass sie all das Geld verlieren, das sie in der Krypto verdienen. Hier gibt es viel Potenzial. Im Moment besitzen nur 4% der Bevölkerung Krypto. Nur 2% besitzen Bitcoin. Es gibt also noch viel Raum für Wachstum und viel Wohlstand für alle zu akkumulieren. Also stell sicher, dass sie diesen Wohlstand nicht verlieren, wenn sie frühzeitig einsteigen, so wie sie jetzt gerade einsteigen, in den nächsten Bullenmarkt, richtig? Denn das ist noch eine Weile hin.
Also versuch, deine Freunde und deine Familie heute jetzt direkt mit einzubeziehen, nicht wenn die Kurse auf dem Höchststand sind. Und übrigens, wie ich schon sagte, du möchtest keine Vermögenswerte verlieren, aber du möchtest Vermögenswerte verlieren, die an Wert gewinnen. Etwas, das heute ein paar tausend Dollar wert ist, keine finanzielle Beratung, könnte in 5, 10 Jahren viel mehr wert sein. Also möchtest du es schützen. Es ist eine langfristige Investition und es wird im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Also musst du dich darum kümmern, denn du wirst es bereuen, wenn du es verlierst und wenn du es nicht kaufst. Das nächste Thema werden Hardware-Wallets sein, warum du sie verwenden möchtest, wie du die Hardware-Wallets verwenden möchtest. Also bleib dran für Hardware-Wallets. Das wird veröffentlicht und gerade aufgenommen. Also sei sicher, dass du dabei bist, denn Hardware-Wallets sind eine wichtige Methode, um langfristige Vermögenswerte zu speichern, die du nicht anfassen möchtest. Für die einst Millionen und Millionen von Dollar, genau. Ich glaube, du hast es einmal gesagt. Was war das für einer der besten Ratschläge? Kaufe Bitcoin und vergiss, dass du es gekauft hast. Genau, einfach vergessen. Ja, für 10 Jahre. So viele Leute, die ich kenne, haben das gemacht und sind Millionäre geworden. Richtig. Sie haben aufgehört, den Markt zu beobachten, haben es nicht gesehen, dann warren sie, oh ja, ich habe vor 8 Jahren etwas Krypto gekauft und jetzt sind sie Multimillionäre. Also sei einer von denen, denn das kommt auf dich zu. Du hast diese Chance in der Krypto, also nutze sie heute aus. Alles klar. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächstes, bis dann.